Willkommen zurück zu Eternal Sonata. Wir spielen mit Polka und Frederik weiter. Sind hier immer noch auf dem Weg Richtung Pforte. Oh, drei von den Großen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, wir brauchen ziemlich viel Zeit, um allein hinzulaufen. Ah, nicht so lecker. Jetzt müssen wir halt gut blocken. Das Gute ist auch, habt ihr gerade gesehen, wenn zwei von unseren Charakteren nebeneinander stehen und der eine wird, sage ich mal, gefokust mit einer Attacke und er blockt, dann blockt auch der Charakter neben ihm. Das ist ziemlich gut. Somit kriegt auch der zweite Charakter keinen vollen Schaden. Dementsprechend natürlich auch, wenn der erste Charakter nicht blockt, dann blockt auch der zweite nicht. Ich glaube, das sollte verständlich sein. Somit kann das Blocken in Kämpfen doch etwas essentieller werden, als es eigentlich ist. Ach, weil ich nicht hingucke, ne? Okay. Alter, der war so oft dran. Okay, da muss ich jetzt eine Heilrunde einwerfen. Ziemlich unschön. Aber passiert leider. Frederik ist dann nochmal dran, das heißt, ich kann nochmal eine schöne Heilrunde reinwerfen. Sehr geil. Und schon sind sie wieder fast full life. Theoretisch hätte ich jetzt nochmal heilen können mit Polka, dann wären sie auf jeden Fall full life. Ich hätte den Boss mit Frederik getötet. Also Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Der hat hier auf eine Kiste aufgepasst, die werden wir natürlich mitnehmen. Jagdmantel ist ein Equipment für Frederik. 32 Abwehr plus 7. Auch nochmal zwei Level-Ups, die wir da gekriegt haben. Ziemlich geil. So, haben hier wieder einen Speicherpunkt. Ja, wie wir aus der letzten Folge gesehen haben, lohnt es sich dann doch eher zu speichern. So, jetzt können wir weiter. Jetzt kommt, glaube ich, eine Zwischensequenz. どこかこの辺りで雨宿りできるところはないでしょうか。そうですね。 ちょっと待ってください。誰か来ます。 やあ、皆さん。 こんな雨の中で何かお探しでしょうか？ 私も探し物なんですが、雨の中での仕事も楽じゃありませんね。鬱憤晴らしにちょっとお相手願えますか？何です？服が濡れるのは嫌いでしてね。むしゃくしゃしていたところです。 Ja, wir werden einfach mal nichts machen. Soll er sich mal ein bisschen austoben? Nett. Na komm, laufen wir doch zu Frederik. Legen wir uns doch dazu.
ほこりがついてしまった。 おっと。 こんなところで遊んでいる暇はありませんね。 光る生物とやらを見つけなければ。 あなたたちのおかげで ストレス発散になりましたよ。 この後も気分よく仕事ができそうです。 お相手ご苦労様。 なんとか雷も通り過ぎたようですわね。 フレデリックの容態はどうでしょう? はい、天気と同じように なんとか落ち着いてくれたようでございます。 大丈夫かしら? 痙攣は収まりましたし、 もう大丈夫でしょう。 今はまた穏やかな顔に戻られています。 先ほどの痙攣は落雷に驚いたのかしら? 確かにそれもあるかもしれません。 しかしそれだけではないような気もいたします。 やはり今夜が山かと存じます。 雷も収まったね、兄ちゃん。 お前、さっきおへそ隠してなかったか? え? そんなことないよ。 本当か? 自慢のカメラにしがみついていたじゃないか。 早く森を抜けようよ。 Und wir spielen jetzt wieder Alec, Reto und Beat. Kann ich hier irgendwas machen? Oh, stimmt, er kann das Kettenhemd von Alecretto nehmen. Das habe ich fast vergessen. So ein bisschen equipped. Speicherpunkt ignorieren wir. Den Ort hier kennt ihr. Hier sind wir nämlich auch mit Polka und Frederik durchgelaufen. Dementsprechend sind hier natürlich auch die Kisten offen. Jetzt verzichte ich hier auch mal auf ein paar Kämpfe, denn wir müssen hier nämlich noch etwas machen. Dementsprechend rushe ich hier jetzt einfach mal durch, so gut es geht. Und wir laufen jetzt nämlich an die Stelle, an der wir gerade eben mit Polka und Frederik gegen den netten Katana-Typen gekämpft haben. Tatsächlich lohnt es sich bei dem Typen nicht irgendwie zu kämpfen. Ihr habt es ja gesehen. Also der Sinn ist tatsächlich der, dass man stirbt gegen ihn. Also ich glaube nicht, dass man den Fight schaffen kann an dieser Stelle. Könnt ihr natürlich alle gern probieren, wenn ihr Lust darauf habt, aber ich glaube, das war die schnellere Variante. Hier haben wir nämlich diesen Typen. Hier war die Stelle, wo Polka und Frederik gekämpft haben. Wir müssen jetzt mit dem Mann hier reden. Denn die Tauschquest geht natürlich weiter. Ich habe die Nase voll von der alten Hexe. Tag und Nacht beschwert sie sich. Nur. Der werde ich zeigen. Mit einem kaputten Gebiss wird sie nicht mehr viel sagen. Ha. Was? Sie will mir kein Abendessen kochen? Oh nein. Dann ist sie wohl ernsthaft wütend. Ich muss sofort zu ihr und mich entschuldigen. Aber ich habe ihr Gebiss zerschlagen. Wenn sie das herausfindet, geht es mir erst richtig schlecht. Wir geben ihm das Gebiss. Ich kann das hier haben? Danke. Vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Hier, nehmt dies. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Grüne Farbe erhalten. Ich gehe jetzt zurück zu ihr. Noch einmal danke. So, die grüne Farbe. Das haben wir nämlich in der letzten Folge auch schon gesehen, dass wir... Oh, verdammt. Dass wir die grüne Farbe nämlich auch abgeben können. Das ist so einer der wenigen
Backtracking-Tauschdinger, die wir machen müssen. Ich glaube, einer von zwei sogar, wo man das machen muss. Das hier ist relativ kurz, das zweite wird ein bisschen länger. Aber das dauert noch ziemlich lange, bis wir soweit sind. Also brauchen wir uns darüber erstmal noch keine Gedanken machen. Okay, der ist genau in meinen Weg gelaufen, ist aber nicht schlimm. Nehmen wir mal einen Kampf mit. Auch nett zur Abwechslung. Ja, viel halten die nicht aus. Viele Erfahrungspunkte geben die Kleinen ja auch nicht. So, jetzt müssen wir nämlich wieder zurücklaufen zum Anfang der Sequenz hier. Ah, verdammt. Und sogar noch ein bisschen weiter zurück. So, ich schnappe mit alle Kräfte den vorderen, damit Beat jetzt in Ruhe da nach hinten schießen kann. Sehr schön, an dem vorbei. Und die grüne Farbe, das haben wir in der letzten Folge gesehen, da war nämlich ein Maler, der grüne Farbe noch braucht, um sein Bild fertig zu malen, ja. Und dem geben wir die grüne Farbe. Sollte jetzt nicht so weit sein. Müsste, glaube ich, in diesem Abschnitt hier sogar sein. Genau, hier an denen vorbei. Nach rechts. Und hier haben wir den Maler auch schon. Nein, es reicht nicht. Mir geht die Farbe aus. Grüne Farbe übergeben. Na sowas, ihr habt grüne Farbe und ihr schenkt sie mir? Vielen Dank. Hier, ich will euch auch was geben. Eine lange Unterhose. Das ist natürlich genau das, was ich kriegen möchte. Von einem Typen. Und mit der langen Unterhose im Gepäck geht es jetzt wieder weiter. Wir müssen natürlich den ganzen Weg zurücklaufen. An die Stelle, wo wir den alten Mann mit dem Gebiss getroffen haben. Und dann ihm vorbei ins nächste Gebiet. Wir haben in der Zwischensequenz im Übrigen auch gesehen, so von diesem Katana-Typen. Ich weiß leider gerade nicht, wie er heißt. Also er hat einen Namen auf jeden Fall. Ich kann euch aber nicht sagen, wie der ist. Der hat noch etwas Leuchtendem gesucht. Wir werden noch erfahren, wahrscheinlich sogar noch in dieser Folge, was er genau gesucht hat. Und was der Zweck hinter diesem leuchtenden Ding ist, das er gesucht hat. Sehr unpraktisch. Jetzt hat er mich von hinten getroffen. Das ist nicht so geil. Dementsprechend sind die Gegner zuerst dran. Aber die verballern so ein bisschen ihre Aktion. Ah, die Kleinen machen auch nicht so viel Schaden, deswegen ist das noch okay. Easy Fight, weiter geht's. Hier vorbei, jetzt kommt hier noch einer. Ach komm. Was soll der Geiz? So, ziemlich easy. Jetzt an den ganzen Leuten vorbei. Speicherpunkt, den lassen wir so mal. So, hier an den Vögeln vorbei. Wären zwar auch gute Erfahrungspunkte, die ignoriere ich jetzt aber einfach mal ganz dreist. Das Dorf Agogo.
なんだよ、今頃家を見つけたって、もう雨も雷も収まっちまったじゃねえか。あ、あそこに誰かいるよ。こんにちは。君はここに住んでいるの？はい、私はマーチと申します。姉さんと二人でこの森の番人をしています。女二人でこんな奥地に住んでちゃ何かと不便だろうな。そうでもありません。ちょっと危険もありますけど、いつもなら姉さんが何とかしてくれますし。それにしても珍しいですね、こんなところに続けてお客様がやってくるなんて。あ、お目覚めになられたのですか。もっとゆっくり寝ていらっしゃればいいのに。ここはどこですか。あなたたちは神の森の戸場口に倒れていたんです。それをアゴゴたちが教えに来てくれたんです。お連れの方はそのあたりを散歩していると思います。なんでも学僧が湧くとかなんとか一人でブツブツおっしゃっているようでしたが。マーチさんだったっけ。アゴゴってなんだい。アゴゴは何と言いますか、丸い生き物です。丸い生き物。とにかく人間には近づかないんです。それどころか最近ではほとんど姿も見せなくなってしまいました。あなたたちは運がいいですね。アゴゴに懐かれるなんてとても珍しいんですよ。まして人間を助けるために私のところにわざわざ来るだなんて、こんなことは今まで一度もありませんでした。私を助けてくれた、この私を。もうちょっと寝てた方がよろしいんじゃないかしら。何か温かいものでも作りますから。そういえばまだお名前をお聞きしていませんでしたが、私はフォルカって言うんだろ。え、リタルダントで花粉薬売ってただろう。誰かがあんたの名前言ってるの聞いたことがあるんだ。そうそう、かっこよかったな、あの魔法。あ、フォルカ、どうしたんだ。何か僕たち悪いこと言っちゃったかな。さあポルカさん、キノコを取ってきましたよ。どうかしたのですか。あんなに走って大丈夫でしょうか。病み上がりだというのに。あちらは行き止まりですから道に迷うことはないと思いますけど。あ、ポルカの声だ。Und nun können wir wieder steuern. Wir haben Frederik jetzt im Schlepptau.So, wir haben jetzt Polka und Frederik getroffen, das heißt, die Truppe ist soweit perfekt. Hier ist Gavot. Das klang wie Polkas Stimme. Wir werden hier erstmal noch versuchen, was zu machen, bevor ich jetzt gleich weitergehe, denn wir werden in einen Bosskampf verlaufen. Gleich. Jetzt kommen wir zu der eigentlich wichtigsten Nebenaufgabe des gesamten Spiels. Und zwar geht es nämlich um diese Dinger hier. Es geht um Partituren.Natürlich geht es um Musik. Partituren, die müssen wir finden. Und
Etwas, was im zweiten Spieldurchlauf sehr wichtig wird, ist, man kann tatsächlich, gibt es Charaktere, mit denen man zusammen eine Session abhalten kann. Das heißt, sie haben selbst eine Partitur oder ein Musikstück und wir müssen eins von unseren auswählen, damit es passt. Das wird dann bewertet und dadurch bekommt man verschiedene Items. Aber das wird erst im zweiten Durchlauf sehr, sehr interessant. Aber die Partituren brauche ich jetzt schon, denn es gibt nämlich Partituren, die kann ich nur im ersten Durchlauf finden und wiederum Partituren, die gibt es im zweiten Durchlauf. Und man braucht letztendlich irgendwie alle, um auch alles, alle Gegenstände zu bekommen. So, dann hätten wir das abgeschlossen. Hier wäre ein Speicherpunkt. Ich will allerdings erstmal ein bisschen was kaufen. Hier ist noch so ein Hidden Item, das kann man auch mitnehmen. Leuchtschwanz brauchen wir nicht zwangsweise. Hier unten haben wir einen Item Shop. Da sollten wir uns auch erstmal ausrüsten. So, Säbel, den hat er schon. Brauche ich nicht, den hat er schon. Einen besseren Stock für Frederik, das sollten wir jetzt auf jeden Fall machen. Brustschutz sollten wir auch zweimal kaufen. Beziehungsweise, ja, sollten wir zweimal kaufen. Jagdmantel hat er schon. Okay, fangen wir von oben an. Das kaufen wir für einmal. Das Ding brauchen wir zweimal. Das hat er schon. Sehr schön. Jetzt können wir uns hier noch ein bisschen zudecken mit 40 Plätzchen. So, ich glaube, der Kampf wird jetzt sehr ungemütlich. Plus 10 Abwehr. Das tut gut auf jeden Fall, die Rüstung hier. Der bekommt von 38... Oh, hab ich sogar vergessen, eine Waffe zu equippen. Auf 48 ist sehr, sehr gut. Dann noch die Infight-Sachen. Blütenpulver. Ja, halt hat 50%, ne? Ja, machen wir es mal so. Das Ding ist, dass der Kampf jetzt ziemlich ungemütlich wird. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob es jetzt ratsam wäre, den jetzt so direkt anzugehen, so wie wir gerade drauf sind. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überhaupt nochmal rauskomme. Und wenn nein, dann haben wir ein... Ja, okay. Dann haben wir ein minimales Problem, beziehungsweise müssen dann einfach unseren Skill ein bisschen pushen. So, wir speichern natürlich. Das ist ja ganz klar. Ich meine, wir haben Frederik dabei, der kann heilen. Wahrscheinlich werde ich ihn jetzt auch abstellen, damit er wirklich nur heilt. Oh, das wird was. Das wird was. Aber gut, zum Ende der Folge nochmal ein bisschen Action. Wir müssen natürlich jetzt Polka retten, das ist ganz klar. So, equipped sind wir. Ja, komm, das muss funktionieren. So sieht's aus. Oh Gott, das wird was. Natürlich darf der Gegner zuerst. Das war gut geblockt. Ich will natürlich erstmal die Kleinen erledigen, das ist ganz klar. Sehr gut. Die halten auch nicht so viel aus. Das war gut. Nicht ideal, aber gut. Oh, sehr, sehr gut. So, mit Allegretto würde ich gerne im Licht stehen, wegen Sonnenschlitzer. Das macht dann doch ein bisschen mehr Damage.
Mit Frederick versuche ich nur im Licht stehen zu bleiben und zu heilen. Sofern der Gegner mich lässt. Okay, damit hat er anscheinend ein kleines Problem. Aber ist nicht schlimm. Ja, jetzt steht er ungünstig. Egal, müssen wir Phantomwelle benutzen. Aber auch das macht ja ganz guten Damage. Sehr schön, jetzt steht der Gegner wieder ein bisschen besser. Nice. Der ist auch fast down. Na, er heilt sich natürlich. Gut, jetzt können wir mit Frederick auch angreifen. Sehr schön, wir kommen auf 24. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh, wow. Und das war's. Ein Langschwert, eine Waffe für alle Kretto bekommen und alle drei mit einem Level Up. Okay, dafür, dass ich eigentlich erst Angst hatte, dass wir nicht so hoch gelevelt sind, war der Fight trotzdem extrem fair. Und dann doch ziemlich einfach. Sehr schön.怪我はなかったか。うん。あれは何でしょう。こいつ。 あの人が言ってたアゴゴってやつじゃないか。兄ちゃん、ちょっと光ってて変なやつだな。アゴゴさん、助けてくれてありがとう。僕初めて見たよ。そうだ、写真に撮っておこう。 ビート、お前がそんなもんだしたからビビって逃げちゃったじゃないか。触ってみたかったのに。ごめんよ、兄ちゃん。ビート君っていうのね。アゴゴはきっとシャイなのよ。また出てきてくれるわ。あなたの名前は兄ちゃん。 じゃあないわよね。俺はアレグレット。リタルダントでちょっとした商売をしてるのさ。毎日の仕入れが一苦労なんだけどな。ところで、どうして薬売りがこんなところで倒れてたんだ？どこかへ向かう途中だったのか？私は。 私、フォルテ城の伯爵様に謁見してくる。何言ってるの？お客様がいらしてるっていうのに。だから、花粉薬が売れないのは、香粉薬を安くたくさん作っているからなのよ。話せばきっとわかっていただけるわ。何バカなこと言ってるの。フォルテのお城まであなた一人で行けるわけないでしょう。 もう決めたの。絶対決めたの。
のよ。花粉薬がそんなに売れなくても。生きていくだけならなんとかなるわ。ポルカ、聞いてるの？ねえポルカ、聞こえてるなら返事ぐらいしなさい。ポルカ、聞いてるのか？あ、うん。私はフォルテに行きたいの。ずいぶん長いな。もう一度言ってよ。フレデリック・フランチシェク・ショパンです。ショパンで結構ですよ。ショパンさんね。オッケー。僕は人の名前を覚えるのは得意なんだ。それでフォルテってフォルテ城のことですか？ええ、そうです。フォルテなんてそんなにいいところではないですよ。アゴゴの森の方がよっぽど素敵です。フォルテ城の伯爵様はロックのお山を掘り返して何か薬を作っているそうですし。ああ、抗風薬のことだね。そうです。今鉱山の開発をやめてくれるようにサルザ姉さんが頼みに行ってるんです。このままだとますますアゴゴの住処がなくなってしまいます。そうなんですか。私も抗風薬の量を少し減らしてもらおうと思って。おいおい、あんたらちょっと待ってくれよ。抗風薬まで手に入らなくなっちゃったらリタルダンドのみんなが困っちゃうよ。え？花風薬を売ってるあんたには悪いが、俺たちだって生活がかかってるんでね。税金が高いから僕たち普段はパンだってなかなか買えないんだ。そうなの？みんなただでさえ腹が減って弱りがちなんだ。この上いざっていう時の薬まで買えなくなったら死んじまうやつだって出てくるぜ。でも薬なら花風薬だってあるわ。今は税金のせいで抗風薬より高いけれど。そういうこと。つまり問題は税金が高いってとこなのさ。俺たちは抗風薬以外の税金も安くしてもらえるようにワルツ伯爵に掛け合いに行くところなんだ。ですがそれではアゴゴの森が困ってしまうのに変わりはありませんが。そこんとこは。そうだな、開発を全部やめる代わりに量とか開発のやり方を考えてもらえばいいんじゃないか。ポルカさん。私、自分が恥ずかしくて、みんなのために何かしたいと思っていたけれど、結局は私たちの村のことしか考えてなかった。ごめんなさい。別に謝ることじゃないさ。みんなの生活を良くしたいって目的は一緒だろ。それに税金が安くなった花風薬と抗風薬が両方あったら開発の量だって減らせるじゃん。一石二鳥だよ。ビートさんのおっしゃる通りだと思います。そうだ、会ったばかりの皆さんにこんなことをお願いするのも厚かましいのですが、もしフォルテで姉さんに会ったらこの帽子を渡していただけませんか？でもあんたの姉さんってどんな人か見たこともないんだぜ。それは大丈夫だと思います。私たちは双子ですから見たらすぐにわかると思います。なるほどな。オッケー、お安い御用だ。じゃあポルカ、一緒に行こうぜ。一緒に。でも。そうですね、それがいいと思います。同じ目的を持つ仲間だもんな。一緒で当然だろ。また倒れちゃったら
今度はアゴゴが助けてくれるとは限らないしね。仲間。いいのよ、花風薬がそんなに売れなくても。生きていくだけならなんとかなるわ。ポルカ、聞いてるの？ねえポルカ、聞こえてるなら返事ぐらいしなさい。母さん、ごめんなさい。でも、本当はそれだけじゃないの。私の残り少ない命、何か役に立てたい。ショパンさんに会って、自分の気持ちが確認できたような気がする。私の力、私のそのうち使えなくなってしまうこの力をたくさんの困っている人に使ってあげる。もうみんなの目なんて気にしない。病気がうつるって言って近寄ってくれなくてもいいの。今まで他人がみんな敵だった、敵だと思い込んでいた、信じていなかったの。でもこれからは私が先に信じる。そうすればきっと氷点下になれると思うから。私も一緒に連れて行ってください。 OK、 じゃあ早速出発しよう。ところで、あんたはどうするんだ？私もフォルテに向かうつもりです。ショパンさんもフォルテに行きたいのか。じゃあみんな目的地は一緒ってことだね。ずいぶん賑やかになっちまったな。マーチさん、お世話になりました。いえ、またこの森に来ることがあったらぜひ寄ってくださいね。兄ちゃん、それにしても光ってるアゴゴを取れなかったのが残念だよ。まだそんなこと言ってるのか。またあの洞穴に行けばいいじゃないか。そうよ、アゴゴが出てきてくれれば今度こそ光ってるアゴゴを取れるわよ。そうだね。光るアゴゴって何かしら。アゴゴが光るなんて話聞いたことないけれど、少し調べてみましょうか。Kapitel 2 Revolution. その必要はないね。アンダンティーノに何ができるっていうのさ。反政府勢力って名乗れば誰でも革命が起こせるって思ってるの。しかし最近アンダンティーノに不穏な動きがあるとの報告がございます。目は早めに積んでおいた方が。反政府勢力っていうのはね、レガート、
大抵不穏な動きをするもんだよ。はあ。一国の政府を倒す、それが革命さ。アンダンティーノにそれができると思う？いい。そう、奴らが何人集まってもフォルテ城は陥落しないよ。そんなことはアンダンティーノの連中が一番よく分かっているさ。それなのに戦うのをやめようとはしない。なぜだと思う？Revolution. Okay, die Folge ist jetzt ziemlich lang. Aber ich glaube, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Muss ich das drücken, oder? Nee, automatisch. Am 29. November 1930 brach in Warschau, der Hauptstadt Polens, eine Revolution aus. Es war der November... Novemberaufstand. Auch hier sehr schöne Musik im Hintergrund. Zu der Zeit war der größte Teil Polens unter russischer Herrschaft und das Bestreben nach Unabhängigkeit wuchs. Am 2. November, etwa 4 Wochen vor Ausbruch der Revolution, verließ Chopin rechtzeitig das gefährliche Warschau und begab sich nach Wien. Es war kein Zufall, dass er das Land zu diesem Zeitpunkt verließ. Man sagt, dass Chopins Freunde, die von der bevorstehenden Revolution wussten, ihm zur Ausreise rieten. Chopin war außerordentlich begabt, aber körperlich schwach. Deshalb wollten seine Freunde, dass er mit dem Klavier als Waffe für Polen kämpfte. Am 23. November, etwa 20 Tage später, kam Chopin in Wien an. Und 6 Tage danach wurde in Warschau die Revolution ausgerufen. Warschau fiel im Jahr darauf am 8. September 1831. Der 10-monatige Kampf endete in einer Niederlage. Der 21-jährige Chopin erfuhr vom Misslingen der Revolution, als er in Stuttgart weilte. Die Gefühle, mit denen er sich in dieser Zeit ans Klavier setzte, schlugen sich nieder in diesem Stück der Revolutions-Etüde. Okay. Für Chopin, der seine Heimat Polen wirklich liebte, war der Untergang der Revolution schwer zu ertragen. Aber noch schwerer für ihn war es wohl, dass er sich allein in einem fremden Land in Sicherheit befand. Chopin würde das Land seiner Geburt nie wieder betreten. アンダンティーノが戦いをやめないのはどうしてかって聞いているんだ。それは。わからないかい？黒幕がいるんだよ。奴らもバカじゃない。勝てる見込みがあるから、反政府活動をやめないんだ。つまり、僕らの敵は、アンダンティーノを支えている連中だね。アンダンティーノの奴らなんて適当に泳がせておけばいい。それにすでに僕らの方が一歩進んでいる。Okay, das war ziemlich viel nochmal an Zwischensequenzen und Informationen tatsächlich. Wir sind jetzt hier auf einer Ebene, die nennt sich Ebene von Refrain. Auch ein sehr, sehr schöner Name. Und hier werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Sehr schön, wir können uns bewegen.
Okay, hier wird es beim nächsten Mal weitergehen. Es wird hier noch einen schönen Abschnitt geben. Ja, sehr viel Information jetzt noch am Ende geballert. Ziemlich lange Cutscenes. Ist ziemlich schwierig, auf sowas immer einzugehen, wenn die Cutscenes so lang sind und auch verschiedene Szenenwechsel haben. Soweit war es von mir. Wir werden hier mit dieser Truppe weiterspielen. Beim nächsten Mal. Ich werde... Upsala. Polka schon mal reinnehmen für Frederik, weil ich glaube, das ist ein bisschen smarter. Und hier ist beim nächsten Mal weitergehen. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!